Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich habe lange überlegt, ob ich noch eine Folge aufnehme, weil es ist einiges zu tun. Ich bin schon ein bisschen müde, aber ich will eigentlich nicht ins Bett gehen, ohne Adlige zu haben. Und dementsprechend werden wir das Ganze tun. Ich habe mich schon ein bisschen erkundigt und die Kirche kostet leider... Na, wer hätte es gedacht? Diese dummen Drecksdinger, Mann! Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Deswegen haben wir mit der Produktion vermutlich einen Ticken zu spät begonnen. Ist aber nicht so schlimm, weil wir können die uns auch anders holen. Wir klappen nämlich jetzt hier alle ab. Und tun uns hier. Ich hoffe, der Schulturm kostet. Braucht sie nicht auch. Wo ist er denn? Schulturm. 60 davon. 24. Ja, die brauchen das beide. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber das kriegen wir hin. Hier könnten wir übrigens, ist mir eben aufgefallen, ist das das mit den höchsten Kosten? Das kostet 15. Die kosten 20. Und ich habe davon eine ganze Menge. Na, sagen wir mal, wir haben hier 6, 5 sind 11. 17, 20, 26, 2, habe ich die mitgezählt? Warte. 7, 10, 16, 22, 28, 33, grob überschlagen, 40, 42. 42 Gebäude, immer so. Und die? Die kostet halt nur 5, ne? Das ist wie mir, haben wir 6, 8, 16, 24... 27, 30, 33, 36, 39, 40, ein Ticken mehr. Aber die Weizenfarmen sind halt so billig, ne? Deswegen denke ich mal, macht es Sinn, dass wir das Ding hier bauen. Die Vogtei. Das heißt, wir hauen die einfach hier rein, weil es da schön aussieht. Ich glaube, so sieht es sogar ausnahmsweise schön aus. Oh, komm, wir bauen es so. Ah, saubere Buchführung. Oh. Und sehr aufschlussreich. Oh, actually war das dumm. Aber also, vielleicht müssen wir dann auch vorbeibauen. Deswegen machen wir es doch so. So. Ist die Frage, wie sehr sich das jetzt reduziert hat. Das hätte ich vielleicht vorher checken sollen. Naja, es wird sich höchstwahrscheinlich gelohnt haben. Mein Plus ist generell ein bisschen gesunken in der letzten Zeit, aber das ist auch nicht so wild. Wir kaufen das hier und machen uns damit jetzt auf den Weg zum nächsten Erstverkauf. Verkaufst du das eigentlich auch? Nee. Ah, doch. Ah, gut, komm, dann fahren wir da auch noch hin. Was soll's? Das Ding ist halt, das Zeug ist halt echt scheiße teuer. Übrigens können wir unsere Quarz-Sache hier auch nochmal erhöhen. Weil hier können die jetzt nämlich auch immer sofort das ausladen. Ja. Meine blaue Weite da wird das schon machen. Ansonsten werden wir das jetzt hier auch an jedem Hafen erstmal einkaufen. Bis wir davon genug haben. Es ist halt echt teuer, aber actually I don't really care. Weil wir wollen das halt. Ein bisschen beschleunigen, sage ich mal. Wenn es weiter nichts ist, womit vier Glas. Ach, da hat er. Das ist echt nicht billig, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber dafür kriegen wir halt Adlige. Und Adlige sind halt der dringend notwendige nächste Step. Hier kann ich euch schon mal ein Problem anfangen. Ich werde das hier. Das Ding hier, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das wird hier hinkommen. Ne? Fein, absolut. Das nächste könnte dann hier hinkommen. Aber dann werde ich nicht hier oben nicht mehr vollbauen. Was aktuell eh nicht so aussieht, würde ich tun. Aber eigentlich würde ich es eigentlich ganz gerne machen, weil es besser aussieht. Das heißt, wahrscheinlich wird sich hier, wird das hier hinkommen und das hier hin, weil ich da unten auch mehr abdecke. Ne? Also wenn das hier ist, dann sind die hier nicht mehr drin und die auch nicht. Und wenn ich das dann, warte, das geht bis da. Das heißt, wenn ich das hier baue, dann sind die auch nicht drin. Das heißt, ich könnte es so bauen. Das wäre ganz fein. Und dann könnte ich das nächste noch hier bauen, was relativ wasted ist. Aber es werden doch noch ein paar reinkommen. Also ich glaube, es ist glaube ich, nicht so bad. Ja, oh, guck mal hier. Jetzt kriege ich echt viel verkauft. Wir werden jetzt hier mal gerade die einzelnen Sachen freischalten. Zack. Das wollten wir uns immer holen bei Gelegenheit. Oh. Ein Wert von 50.000 habe ich geshoppt. Okay, krass. Das Ding hier brauche ich aktuell auch nicht, das Schiff. Das heißt, auch hier gehe ich rüber. Und auch hier werden wir uns nochmal das kaufen. Und davon gibt es gerade eine ganze Menge. Das ist cool. Kann aber gucken, ob ich bei dem changen kann. Kann ich? Ah, Fischerhütten. Ich würde halt so gerne mehr
produzieren können. Aber das Problem ist mittlerweile eigentlich auch behoben. Ihr werdet wieder von mir hören. Was hat er verkauft? 10 Glas unter anderem. Nice. Ich muss ja gleich auch mal eine einsammeln, weil die sind jetzt alle irgendwo. Das kann ich eigentlich hier mitmachen. Hier habe ich 15. Das heißt, auch da gehe ich nochmal hin. Eine Produktion kommt so. Wir holen uns das jetzt quasi von überall. Aus all meinen Besitztümern werden wir uns das jetzt holen. Euer Ruf eilt euch voran. Alles auf dieser. Eure Präferenzen sind eigentümlich. Eigentümliche Präferenzen? So würde ich das jetzt nicht sehen, ne? So, die 4, die tuckert hier wieder rüber. Also wir können hier schon mal entladen. Jetzt haben wir jetzt schon 47. Ich habe ich sogar actually ein bisschen übertrieben. Aber man kann nicht übertreiben bei sowas. Boah, da kommen nochmal 20. Ja, ist schon eine ganze Menge, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie produktiv. Ich vertraue in dieser Angelegenheit auf eure Fähigkeiten. Machen wir mal das. Der wieder da ist. Ach, das kann ich bis dahin eigentlich auch da machen. Wie viel soll ich rüberbringen? 9. Das ist ja nix. Also, so. Fahren wir da mal rüber. Ein bisschen Ruhm tut uns gerade natürlich auch gut, weil wir haben jetzt echt viel verbraten. Ja. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das kommt hier. Also da sind wir uns ja alle einig. Und dann kommt... Na, wenn das hier hinkommt, dann kommt das jetzt das da hin. Ich stehe sogar da an, weil es eins mehr abdeckt. Patrizia abzureißen, das tut schon weh. Aber it's for the greater good. So. Die sind jetzt kurz davor, aufsteigen zu wollen. Das Einzige, was dir noch fehlt, ist der Schuldturm. Ich helfe euch gerne aus. So will es der Herr. Ja, so will es der Herr. Sagen wir einfach mal, dass das so stimmt. Um einen möglichen Krieg zu vermeiden. Der Schuldturm. Ah, was habt ihr zu vermelden? Ich bin froh, dass ihr euch... Oh, 2500 für so eine kleine Quest. Ihr seid ja doch zu etwas zu gebrauchen. Eine fromme Tat. Sehr aufmerksam. Alter, die mögen mich ja alle. Ich euch das Geheimnis, meine Herren. Ich bekomme regelmäßig, wenn es weiter nichts ist... So, kann ich das hier schon wieder machen? Nee, kann ich nicht. Nein, bisschen ärgerlich. Soll ich euch das Geheimnis meines Erfolges verraten? Nein? Kann ich hierbei auf euch zählen? Der Kaiser könnte sich... 10 Kräuter. Habe ich hier Kräuter übrig? Weil ich normalerweise... Normalerweise produziere ich die hier sofort durch. Ich habe tatsächlich keine Kräuter übrig. Sollte aber nicht so ein großes Problem sein. Stefan, die hier einfach mal für eine kurze Zeit ein. Da werden die nämlich das produzieren. Dieses Schiff wird bald in eurem Hafen vor Anker gehen. Das speist man das raus. Du wirst es verschmerzen. Und jetzt geht es natürlich an den Schuldturm. So, und wie wir die bauen, weiß ich noch gar nicht. Wahrscheinlich hier. Das wird echt unangenehm viel Platz weg, ne? Hier wäre wahrscheinlich am besten. Hier würde in der Theorie auch gehen, aber dann sind da ein paar unten wieder nicht drin. Hier muss ich halt 4 Patrizierhäuser abreißen. Aber wie weit würde das denn gehen, wenn ich das machen würde? Bis zur Kirche fast. Könnte das andere hier sein und dann würde ich damit quasi alles abdecken. Da machen wir das. Also, so viele wichtige Gebäude abgerissen, aber hey. Das tut man nicht alles für die Patrizier, ne? Zack. Ja, ich glaube, ich kann das hier sogar weiter oben machen. Ja, wobei. Machen wir das mal so. Alter, das ist halt echt, also die hauen schon gut rein, ne? So, die Kräuter. Wie viele haben wir da jetzt? Wie viel brauche ich? 10 Kräuter, ja komm. Dann hol die mal ab. Makan kommt. Salam alaikum. Alter. Es ist aber so nice, dass ich einfach die Lederwämse dafür for free kriege. Sonst sind wir immer noch nur 8, ne? Ach, weil irgendein Arsch die da rausnimmt. Salam alaikum. Der geht braucht einfach ein gutes Timing.
Oder ich lade die ganze Zeit schon um. Sekunde zu spät. Ärgerlich. Oder ich klicke mich einfach durch und gucke, wo gerade viele sind. Und lade die raus. Manchmal sind es diese Kleinigkeiten, wo man dann auf einmal länger für braucht. So, und jetzt ist es soweit, Boys. Here we go. Ihre Insel beherbergt nun Adlige. Oh, yes. Was für Ideen? Die wollen Fleisch. Oh, ich bin Eieiei. 500 Ruhm, nice. That's nice. So, warum wollen die nicht aufgraden? Ah, weil die nicht im Range des Schulturms sind. Ja, selber froh, Jungs, ne? In der Gegend, wo ihr wohnt, kann das nämlich ganz schnell euer Untergang sein, wenn ihr da im Range seid. So, und hier sehen wir den anderen. Der kommt jetzt hier hin. Beim Aufbau einer Siedlung macht dir keiner was vor. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du zustimmst. Ach so, auf einmal wie so ein Handelsvertrag. Das ist wundervoll. So, okay. Jetzt können wir das hier wieder entschläfern. Perfekt. 8 Glas wurden mir auch noch verkauft. Ach so, jetzt auf einmal, ne? Da bin ich einmal adlig. Jetzt kommen sie alle angekrochen. In imposanten Stellen. Genau zur Richtung. Die Aristokratie verlangt nach Standes. Alter, was? Was wollen die alles? Erstmal sind die ja happy, ne? Die brauchen ja eigentlich nur Fleisch. Und Fleisch kann ich ja wahrscheinlich fast überall bauen. So, benötigt Rinder und Salz. Habe ich hier Salz? Kann ich auf Wolfshafen auch noch Salz abbauen? Könnte ich. Salz produziere ich aktuell hier unten, aber hier habe ich keinen Platz noch für den Schmarrn. Das heißt, das wird es nicht geben. Ich kann allerdings jetzt ein Kohlebergwerk bauen. Das wäre natürlich sehr angenehm, weil dadurch würde ich mir hier die Köhlerhütten sparen. Aber ausgerechnet hier habe ich keinen Kohlevorkommen. Ja, Rip. Machen wir mal das aus. Ja, das wollen wir garantiert noch mehr ausgeben. Gib mir nur eine Sekunde. Weil hier wollten wir jetzt noch eine bauen. Zack. In einem Gebiet, wo fairerweise jetzt erstmal sich nicht unbedingt irgendwer entwickeln wird. Die überlappen sich halt jetzt relativ stark, aber das war ja auch alles von Anfang an so vorgesehen. Jetzt können wir die noch ausladen. Und dann können wir mit denen uns nach oben begeben. Ist halt so eine Auftragskette, die wir haben, das ja auch ganz cool ist. Ja, 800 plus ist halt echt nicht viel. Ja, ich denke, wir kommen nicht drum herum, das hier zu bauen. Also hier das Fleisch abzubauen. Sinkt hier eigentlich mein Holzvorrat oder steigt der? Ja, steigt jetzt ziemlich nah, aber ich denke trotzdem, dass wir das hier abreißen müssen. Weil hier halt jetzt eben bald die Fleischproduktion losgehen wird. Die wiederum kostet auch schon wieder insane Summen von Stein. Das heißt, wir werden hier jetzt auch noch anfangen, Stein abzubauen. Hey, werden wir doch nicht. Können wir hier noch Steine abbauen? Hier können wir noch Steine abbauen. Können wir doch nicht. Es gibt kein anderes Feld, wo es geht, ne? Vielleicht kann ich aber das machen. Was sind das überhaupt nochmal für die Schweinezucht? Wenn ich den hier mache. Dann den hier machen. Dann habe ich keinen Weg. Und es ist auch nicht Rage. Also manchmal hat man echt nicht Glück. So, die Straße kann ich abwissen. Die sieht ja hässlich aus. Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag? Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Warum kriege ich denn jetzt 41 Brot? Was kriege ich denn damit? Ich habe doch genug Brot, ne? Guck mal gerade. Ja, Brot ist genug. Ich verkaufe die einfach so. Ich bekomme regelmäßig Waren aus dem Kaiserreich. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Na gut. Ah, das hat sich jetzt irgendwie nicht so ganz rentiert hier. Wir haben jetzt wahrscheinlich, ich werde jetzt hier überall den Auftrag wieder rausnehmen, dass die das kaufen. Aber ich kann es jetzt trotzdem noch einmal überall abholen.
7. Meine 7 führt jetzt einmal hier hin. Führt das ab. Das gut. Gefällt mir. Goldfurt. Goldfurt ist aber die Stadt. Naja. Goldfurt darf der damit handeln. Das ist okay für mich. Jetzt brauchen wir noch den weiteren Schuldturm. Man ist immer noch bei 850. Das ist immer noch nicht wirklich, wirklich schön. Reiß ich hiermit. Ja, damit nehme ich die da unten mit, aber ich glaube so. Ich denke, das ist schon das Beste, was ich mitnehmen kann. Da oben bauen, aber da verliere ich ja halt auch wieder einiges. Das heißt, wir reißen wieder einen Haufen Patrizier ab. Was natürlich auch wieder nicht unbedingt schön ist. Das ist ein Kompromiss. Ja, das ist ein Kompromiss. Zack. Und jetzt wollen sie alle aufsteigen. Ich muss euch gratulieren. In dieser Stadt lebt es sich prächtig. Ja, während die Adligen noch nicht so wirklich gehypt sind. Aber das kommt noch. Wenn ich mehr Adlige baue, haben garantiert auch wieder 1 Million neue Bedürfnisse. Habe ich jetzt noch nicht so mega Bock zu, aber auch das wird noch kommen. Ja, ich habe hier ein deutliches Plus an Sohle. Ich glaube, ich gehe auch nochmal ein bisschen was verkaufen. Gehen wir mal 40er Stack mit. Wir können auf jeden Fall ein bisschen was von dem, was wir überproduzieren, halt die ganze Zeit auch verkaufen. Das geht übrigens auch mit Handelsrouten direkt. Da kannst du auch das direkt einplanen. Das wurde mir jetzt mehrfach ans Herz gelegt und das ist definitiv auch keine schlechte Idee. Wie sieht es hier eigentlich aus? Das arbeitet zu 100%, ne? Dann bauen wir nämlich noch so ein Ding. Bauen wir wohl nicht noch so ein Ding. Aber gleich. Zack. Wenn man zu wenig Steine haben würde, das könnte man am Anfang auch nicht unbedingt da an. Auch hier habe ich noch mehr Steine vorkommen. Aber 3 davon baue ich echt schon gut ab. 3300 kostet das erneuern, das ist ja. Das ist ja eine ganze Menge. Hoffentlich wird das genug. Hoffentlich kostet das nicht 12. Please kill me. I'm an idiot. So, was macht meine 7? Die bringt das hier kurz weg. Und wir gehen halt mal wieder auf Shopping-Tour. Ja, ich denke, wenn wir das verkaufen gehen, kriegen wir dafür einen ganz ordentlichen Preis. Das ist halt so ein bisschen der, womit wir jetzt das Gold mal in die Höhe treiben können, weil wir machen halt gerade echt keinen guten Plus. Ein gutes Plus, aber das ist alles noch nicht allzu besorgniserregend. Habe ich Adlige mehr zu haben, bringt ja gar nicht so viel. Ne? Kanonen, Gießerei und so, das kommt alles bei 950. 2000 Adlige für das Kaiser, für den Kaiserdom. Ach du Scheiße. Eieiei. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall das hier auf Dauer noch. Wir müssen übrigens jetzt auch mal gucken. Okay, das ist mit den Küchen hier. Die überschneiden sich aktuell noch nicht so ganz optimal hier unten. Jetzt hier ist mal eine neue Küche zu setzen für den kleinen Bereich. Wird es hier auch häufig an. Andererseits kostet sie alles viel. Kann es dann wenigstens so setzen, dass es da alles abdeckt. Oh, die Brunnen einer Noria leeren sich. Dann machen wir das hier so. Ist jetzt nicht unbedingt schön. Ist nicht unbedingt toll. Aber löst halt das Problem ein bisschen. Brunnen einer Noria, da müssen wir auf jeden Fall hin. Das können wir nie einfach mal übergehen. Was ist das Problem hiervon? Ah, hier haben wir wahrscheinlich wieder zu viele Gewürze auf Lager. Ja, wie gesagt, wir könnten die integrieren in die Handelsrunde, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mit diesem Handel bin ich hoffe, ihr findet Wunder. Ja, komm, lieber nochmal mit. Ich helfe euch gerne. Zu entwickeln ist auf jeden Fall nochmal Wurf. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Nummer 1, die ist gerade hier. Die soll das mitnehmen. Das. Komm, mach leer.
Halleluja! Oh, ja, da werde ich, wird das begrüßt. Ist natürlich auch nett, ne? Netter Nebeneffekt. Das Plus, das will ich wirklich steigen, ne? Aber ich kann das halt jetzt hier nochmal ein bisschen ändern. Zack, die habe ich halt alle bis jetzt nicht gebaut gehabt, weil die ja keinen Zugang zur Kirche hatten. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ich meine, klingt immer nett, aber mittlerweile finde ich, ist es schon ein bisschen BM. Weil ich bin halt, ich habe halt legit wahrscheinlich mehr Geld als er. Eins, zwei, drei. Hier die Straße. So, und dann können wir nämlich hier nämlich noch einen Versammlungsplatz bauen. Weil hier... Nee, was war die Idee? Hier machen wir eine Kirche, da können wir hier darunter noch einen Versammlungsplatz machen. Jo. Zack. Dies kann nur eine Mahnung des Herrn sein, mich in mehr Demut zu üben. Ja, mehr Demut, auf jeden Fall. Das ist es. Da versteht jemand seinen Job. Zack. Und die sind alle schräg, ne? Es sieht halt irgendwie doof aus, als nicht schräg ist. So, da können wir... Also, ich gehe jetzt gerade darum, dass ich quasi Patricia dafür abgerissen habe. Patricia Woman. Und ich jetzt hier ein bisschen überlegen muss, wie ich das wieder reinhole. Das hier scheint mir irgendwie die beste Variante. Ich muss ja gleich nochmal gucken, wie ich das mit der Kirche mache. Also mit der Kleinen, mit der Kapelle. Und ich muss natürlich trotzdem im Auge behalten, dass ich hier jetzt gleich nicht hier rüber kippe und meine Produktion stoppe. Oh, apropos stoppen. Sieht aus, als könnte ich mal wieder Holz gebrauchen. So, hier gleich ab. 7. Kann auch abplanen. Die Zahl der Adligen wird sich mitnichten vergrößern, wenn man hier wie in der Provinz leben muss. Wie in der Provinz leben muss? Es gibt, glaube ich, niemanden, der die mag, oder? So, jetzt ist natürlich mal Frage, ich weiß nicht, wie viel Platz die brauchen. Ich glaube, wir müssen das erstmal so testen. Das reißen wir eh gleich ab, keine Sorge. 5. Brauchen die, okay. Ja. Das hat eigentlich nicht so viel Unterschied machen, wo ich das hinsetze, ne? Ein Mitspieler übernimmt einen freien Ratssitz. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was kommt zum Erliegen? Schweinezucht. Wo liegt das? Ich habe zu viele Schweine heute. Nee. Sag einfach nur sofort zum Abholen. Ich kann euer Zaudern bei diesem Auftrag verstehen. Versinge es zwischen dem Schiff und ping sie Beweise und wohin. Okay, wo ist das Schiff? Gott behüte, es lag mir fern, euch zu überfordern. Die Männer an Bord. Ja, wo ist es denn? Ah, es kommt von hier unten, oder was? Hoffentlich kann mein kleines Schiff das alleine, aber dadurch, dass es ein flüchtendes Schiff ist, denke ich mal, geht das schon. Ja. Ich glaube, das ist das Maximum, was ich quasi rausholen kann. Und dann brauche ich auch gar nicht so viel Platz hier, ne? Was natürlich auch mal angenehm ist. Ich weiß nicht genau, ob ich das lieber links oder rechts habe. Da oben ist halt links.
Einmal wieder abreißen. Von dem Ding ist jetzt auch die Zeit vorbei. Denn jetzt geht's langsam richtig ans Eingemachte hier. Wie kann ich noch eins hinsetzen? Zack. Vielleicht sogar noch eins, ne? Gar nicht schlecht aus. Eigentlich egal, wo es steht, aber actually steht es falsch. Weil hier ist es auf einer Höhe mit den anderen Dingern. Ich muss aber mal gerade gucken, ob ich so zwei direkt nebeneinander bauen könnte. Also hier auf jeden Fall nicht und ich glaube generell nicht. Aber das ist schon okay so. Ich weiß nicht genau, wie viele die Dinger eine Schlachterei braucht. Aber ich glaube, ich werde hier so einen Schlachthofweg machen. Sie einfach Schlachthof an Schlachthof reiht. Ich meine, ich brauche dafür Salz. Darum muss ich mich gleich auch noch kümmern. Das machen wir danach. Wir setzen jetzt hier erstmal ein bisschen vor. Das hier. Das geht schon ganz gut, ja. Mein Plus sinkt, aber die Phase habe ich jetzt fast immer, wenn dein ich Geld ist bei mir in die Adelzeit gehe. Also, wenn ich Adlige kriege, habe ich immer das Gefühl, dass das ich erstmal Minus mache. Oder nicht mehr so viel Plus wie früher. Ich glaube, das trifft es deutlich besser. Alter, ich hätte hier fast eine richtig große Chance verpasst, das hier wieder schön zu machen. Delicious. Wirklich einfach delicious. So, dann, was fehlt uns? Achso, meine 4, wo ist die unterwegs? Oh. I fucked up. Oh ja. Irgendwie habe ich das ja gar nicht da drauf geschickt, sondern nur daran vorbei. Kleines Kriegsschiff. Und vielleicht baut das ja schnell genug. Ich meine, das wird jetzt langsamer. Ui. Ich meine, das flüchtet ja. Es wird ja wohl nicht zurückschießen. Nee, schießt nicht zu. Alles gut. Ein zweites kleines Kriegsschiff ist wahrscheinlich eine ganz gute Investition. Aber ich muss euch gratulieren. Gute Investition. In dieser Stadt lebt es sich prächtig. Der Rat der 10 Dank. Bücher sinken. Aber der. Nee, der hat einfach nur eine Menge Bücher gekauft, hoffentlich. Ich will wirklich, dass ich meine Wirtschaft jetzt gerade nicht überfordere. Deadwood, zack. Ja, vielleicht warten wir erstmal ab. Aber hier oben. Naja, da kann ich hier gerade eh nicht bauen. Okay. Wir haben hier ganz gute Ressourcen gerade. Das heißt, wir können auch nochmal zuschlagen. Ah ne, das ist Huma. Huma sollte hier eigentlich nochmal Holz abholen. Mein Hauptinsel produziert gerade im Grund nicht so viel. Für eure Zuverlässigkeit. So, das funktioniert. Meine große Sorge ist gerade echt. Ich werde dem Sultan von eurer Volk. Wie lange braucht man mein Kriegsschiff? Oh, beide sind fertig. Das soll sogar noch passen, so vom Timing her. Und zwar könnte natürlich auch dadurch entstehen, dass ich hier die zwei Nubia verbraucht ihr letztes Wasser. Schiff vom Stapel gelaufen. Zack. Noria, letztes Wasser, das müssen wir fixen. Dafür brauchen wir ja halt auch immer Geld, ne? Also man darf sich quasi nie, keine Ahnung, quasi auf Null runtergehen lassen. Also das ist Worst Case. Ja, die Holzproduktion hier könnte ein Ticken schneller sein.
Spiel gespeichert. Das ist actually ein bisschen ätzend gerade. Hier kann ich gerade ein Problem lösen, was mich schon seit Ewigkeit nervt. Dass die Straßen nicht verbunden sind. Jetzt kannst du erzählen, Hassan Ben Said hat dir ein Loch in die Geldbörse. Ich verkaufe mir immer noch Seile, ne? So ist die Seile, sollte ich da echt mal rausnehmen. Man, so ein Weiterentwickeln kostet halt wirklich viel. Aber Adlige zu haben, ist halt einfach nice. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Okay, das klappt. Das abzufangende Schiff wurde versenkt. Nice. Aber für wen soll ich das noch abfangen? Ach so, für den, ne? Typ da hinten. Ah, probier das bei da hinten. Das hier müsste jetzt ja mal 8 sein. Boah, also ich muss hier schon Daumen spreizen, um da noch ranzukommen. Das hier müssen wir natürlich jetzt lösen. Aber ich glaube, dafür sollten wir erst die Salzmine lösen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das 2 zu 1 ist. But I'm not sure. Wir sind schon wieder 31 Minuten dran, ne? Und das Salz könnten wir ja gerade noch machen. Wo sind denn meine Salzminen hier? Das passt doch. Hab ich ja Kohle? Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. Nee, aber nicht. So, das macht, das ist echt ein Täter, ne? Naja, egal. Ja, wir Kohle müssen wir also anders anbauen. Oldschool quasi. Ah, machen wir jetzt mal kurzfristig hier, langfristig. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das mit der Kohle klar lösen. Ist ja schon ein bisschen nervig. Aber das sollte klappen. So, eine Salzmine sollte reichen, wahrscheinlich fürs erste, zweite Sitz oder so. Ihr wisst einiges über die Baukunst des Orients. Und ihr denkt, ihr habt den Auftrag erledigt? Das Ergebnis entspricht ganz... Oh, Teppiche. Das ist auch mal wieder schön. Hab ich auch lange nicht mehr gesehen. Dann wollen wir mal die Schlachterei. Was ist das denn in Range? Irgendwie wird mein Holz, was ich hier mache, sofort verschlungen von der anderen Insel. Aber auch hier können wir gerade nochmal upgraden. Muss ich zumindest langsam anpassen, sonst bleibt das hier so hässlich untereinander. Vergnügen, meine Schenke. Ja, ärgerlich. Ja, die Patrizia weiter als zu upgraden ist wahrscheinlich hier ein ganz guter Weg. Also Adlige, ja. Dann haben wir jetzt ein paar. 950 ist quasi die magische Grenze wieder. Fahren wir mal wieder 40 Holz darüber. Die verbrauchen das halt hier so schnell. Ich glaube, ich brauche hier echt noch einen Holzfäller. Auf die Idee könnte man natürlich früher kommen. Allerdings will ich hier jetzt noch den Schlachthof setzen. Hm. Weil wir können auch 3 bauen und gucken, wie produktiv die dann sind. Achso, jetzt ist doch im Range oder was. Das ist ein Mensch. Dann wird es halt das Schlachter-Ding hier. Kommt da einfach noch ein Futter rein. Aber das wahrscheinlich noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Wir haben 5, wir haben 3. Wahrscheinlich, wenn es 6 braucht, dann sollten wir zumindest noch den 6. machen. Wir wissen nicht genau, ob es 6 braucht. Aber, also, ob jedes 2 braucht. Aber wir werden... wie immer erstmal davon ausgehen, dass es so ist. Ich muss auch einmal testen, ob das nicht vielleicht doch geht. Nee, das geht nicht. Okay, dann sollten wir hier das Ding wahrscheinlich auch besser wieder hier bauen.
Okay, also, Leute, wir haben die... Was ist dein Problem? Der ganz Salz, ne? Die Salzmine ist jetzt auf dem Weg. Der hat keine Kohle. Keine Kohle ist deswegen der Fall, ne? Na gut, Leute, also die Salzproduktion steht, die Fleischproduktion steht auf Dauer auch. Da wird die Route hier natürlich nochmal komplizierter, aber ich denke, wir werden da eine neue reinmachen, damit das auch auf jeden Fall weiterhin klappt. Ansonsten danke ich ganz herzlich an dieser Stelle, dass ihr immer noch so fleißig einschaltet und wünsche euch eine wunderbare Zeit.